Hi, Joscha wollte einen Witz machen, deswegen habe ich nichts gesagt. Toll. Du bist der Witz, ey. Ich bin der Hallo, herzlich Witz. willkommen. Willkommen zurück, denn du bist zu spät. Viel zu spät für San Francisco, aber genau Die richtig für. für Was spielen wir denn? Sao Paulo. Ja, das passt nicht ganz, was ich auch anhab, aber Aber es egal. passt gut zu diesem Wetter, denn wir denken uns jetzt hier mal aus diesem kalten November raus. Ist übrigens sehr authentisch heute. Weil, na, stellt euch vor, nasskalter November, man quetscht sich in die U-Bahn, überall husten die Leute, die Nasen laufen und ihr habt genau das Feeling hier mit mir. Deshalb sitze ich ja auch so ein bisschen. Ich habe nasse Haare noch, extrem nasse Haare, das heißt, mir ist saukalt. Und das heißt, ich sehe bis hier quasi gut aus und ab da unten ist eine Decke um mich rum. Jogginghose und Decke, das ist super. Jogginghose und Decke, genau, ich wollte So, sagen. São Paulo, jetzt haben wir gar nicht gelesen, was da am Anfang stand. Weil es steht ja immer so ein bisschen Tipps irgendwie, so was so die grobe Verfahrensweise. Aber das finden wir alles gemeinsam heraus. Ihr könnt ja einfach zurückspulen. Ja, San Francisco lief nicht ganz so gut irgendwie. Tja, da ist man nicht Ja, da dabei. fehlt ein bisschen das Expertenwissen, einfach der Input dann auch vielleicht. Was ist mein Input? Generell so Bin doch den kein Input. Experte. Ja, aber einfach nur eine zweite Meinung, einfach mal ein anderer Blickwinkel, weißt du, auf die Dinge. Das ist ja oft schon, hilft ja schon auch oft. Was witzig ist, wir spielen dieses Spiel, wie ihr seht, ohne Headsets, ohne Ton. Und ich Ja. vergesse mal, dass es da Ton gibt. Ich habe das letztens auf meinem Laptop angemacht und war so. Ja, Irgendwas ist weil er anders. ja auch echt reduziert ist von, ne? Ja. Also Tontechnisch. ihr hört den Ton natürlich. Hoffe ich zumindest. Also für euch. Aber so jetzt hier das Headset, so, das ist ja auch. Das ist einfach nervig. Du bist einfach nervig. Ich weiß euch glaube nicht, aber Wir sind ein bisschen auf Krawall heute. depends. So, keine Ahnung, was ich hier treibe. Ich mache einfach erstmal, ne? Schau mal, wie sich das hier so entwickelt in Sao Sao Paulo. Paulo, über Sao Paulo weiß ich überhaupt nichts, außer dass. Wissen wir überhaupt, wie diese Flüsse hier zum Beispiel heißen? Ich weiß wirklich, ich habe das gerade eben zugegeben, dass ich darüber nichts weiß, außer dass mein Ex-Freund da im Urlaub war. Okay. Damals, als wir noch zusammen waren, aber es war es dann Das ist auch. auch eine sehr. Das ist eine super Info. Was weiß ich über Jenny Sao Paulo? hat Mein Ex-Freund Freund, war da Jenny mal. hat mal einen Freund gehabt. Das ist die. Okay, warte mal. Was wissen wir über Sao Paulo? Hör auf, mir hier irgendwelche Spendenaktionen anzuzeigen. Das ist also Porn. Die Stadt ist das wichtigste Wirtschafts-, Finanz- und Kulturzentrum des Landes. Ach, Ach, laut. was? Da unten. So, ich meine Für die jetzt Leute, die schon. nicht wissen, wo es liegt, da. Ach, so weit im Süden sogar. Wer ist jetzt So. die komischen Flüsse hier? Ja, warte doch mal. Ich will hier ein bisschen was Ich habe überfliegen. jetzt Du schon bist alles so. falsch gemacht. Bist so un. Wie viele Einwohner? Einwohner. São Paulo dürfte ganz schön ganz schön am Moloch sein, ne? Was würdest du schätzen? 4, 5. 5. Wow. Mehr. Viel mehr. Über 11. What the fuck? Sag okay, Das ist ja Moloch. riesig. So, ist doch jetzt schon scheiße, was ich hier gemacht habe, oder? Ich meine, das kurz. Das sieht aus wie ein Herz in der Mitte. Ah. So, also blau ist doch hier schon mal für den Arsch. So. Blau können wir schon mal rückbauen. Oh, die Stadt ist durch zahlreiche Einwanderer aus aller Welt multikulturell geprägt mit wesentlichen Einflüssen aus Portugal, also Ach. Portugiesisch, Italienisch, Deutsch, Libanesisch und Japanisch, Tatsache. Schau, Interesting. schau mal her. Ich überlege gerade, ob wir das jetzt kurz mal neu denken müssen hier. Das habe ich mir jetzt in der letzten Folge so angewöhnt, einfach nach den ersten paar Leuten erstmal komplett das wieder abzureißen. Ja, weil sich das dann ja auch ändert, irgendwie alles. Ja. Alles neu denken. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn ergibt, was ich hier tue. Ah, hier ist Ich es. lasse jetzt erstmal diese zwei Linien hier so parallel zueinander laufen und verbinde sie dann über Rot, weil beide Linien Rio. haben zumindest mal ein Wie spricht man Viereck. das aus? Rio-tje-tje-tje? Tietja? Ahnung. I don't know. Sind auf jeden Fall die Flüsse da. Das ist halt kein Mensch, ne? Wir nehmen erstmal noch eine. Ich nehme die Linie mal als Reserve. So, genug gelernt. Genug gelernt, ja Ich muss eben. jetzt mal hier aufpassen. Ist ja hier kein Bildungsfernsehen. Soweit Bildungsfernsehen. kommst du, dass ihr was lernt, ey. Ich bitte euch. Ja, das lernt man, bei uns lernt man ja auch nie was. Wir spielen ja nicht ständig historische Spiele und labern und erzählen irgendwas über Ist aber auch Japan, viel irgendwelche. gefährliches Halbwissen natürlich.
Ja, ja, wobei die Sachen nicht Halbwissen sind. Aber wenn wir so on the fly was labern. Und wenn die sich hier vielleicht treffen, macht das dann voll Sinn? Ich finde, es sieht halt gut aus. Ich weiß es halt nicht. Ne? Man weiß halt nicht, ob das auch gut ist. Also mein Gedanke jetzt gerade erstmal in meiner Planung. Jeder hat alles. Ist erstmal jedem alles zu geben. Das ist sowieso immer Step 1. Schritt 2 ist gerade... Und ist es nicht klug, früh genug eine neue Linie noch zu bauen? Habe ich mich immer schon gefragt. Ja, ich habe jetzt halt gelb gerade im Depot rumstehen. Ich wüsste jetzt gerade nicht. Ich überlege halt gerade, ob wir so zwei so senkrecht weiß so. Und dann halt die anderen so von oben runter und dann treffen diese entstehen hier in der Mitte und so Hubs. Was man hier halt machen kann, ist noch sowas. Dup, dup, dup. Ja, der ist jetzt zum Beispiel. Ja, gelb. Das kann auch gelb. Gelb. Ja, der über so ein, gelb. Ja, das ist halt so ein Halbkreis. So. Also was ich halt, also ultimativ ist natürlich das hier eigentlich, ne? Ja. Aber jetzt kriege ich den natürlich nicht connected hier. Ja, dann kannst du gelb nehmen. Und wir dafür gelb. Zup. Zup. Das hat der auch alle. Ja. Und die sind jetzt noch so kleine, verstümmelte Bahnen, während Blau hier schon am Eskalieren ist. Hat denn aber jeder eine Bahn? Gelb nicht. Hat jetzt gar keine Bahn. Nein, gar keine Bahn. Ich gucke gerade, wo wohne ich, wie ich, warte mal. Grün hat eine. Grün hat zwei, ja. Eine wegnehmen. Dafür kriegt Grün dann vielleicht den Waggon. Dann hat Grün jetzt Lok und Waggon und Blau hat dann zwei Züge. Also steigen erstmal aus. Ja, fein. War das jetzt die Grundidee quasi, ne? Dass wir so gegenseitig sich das rüberschaufeln? Weiß überhaupt nicht, wie es da aussieht, wenn man weiter rauszoomt. Das ist immer schwierig beim Plan. Ja, ist ein Sonder. Ist okay noch so für... Eine Raute. Ja, man kann sich halt auch später überlegen, ob man die hier noch connectet. Aber sehe ich jetzt gerade nicht, wo es Sinn ergeben würde. Ne, das wäre jetzt hier nur ein weiteres Dreieck. Ein Dreieck macht, glaube ich, muss man nicht tun. Hm. Wir müssen Tempo machen. Ich war echt richtig schlecht in San Francisco. Wie viel hast du geschafft? Keine Ahnung, keine 1000. Knapp unter 1000 hängen geblieben. Boah, vier Kreisen, aber das ist okay. Bisher mischt es sich halt recht gut, ne? Jetzt haben wir alle Linien verbaut. Baut man nicht mehr, ich würde sagen, wir nehmen mal als Vorrat. Wir nehmen mal Tunnel, würde ich auch sagen. Weil wir müssen hier oft über den Tite. Aber welcher von dem sind das? Ist das beides? Das ist beides, der Tite. Tite? Ja. Tite? Ja. Den nennt man wahrscheinlich Tiete. Wahrscheinlich ist es Tiete. Ja, würde ich auch sagen. Das klingt so irgendwie spanisch. Weil Tiete klingt so... Ja, das Einzige, was mir noch nicht gefällt, ist, dass Gelb keine Anbindung jetzt an den Exoten hat. So, bauen wir Gelb mal nach hier durch. Wir haben doch hier bestimmt irgendjemand, der auch Spanisch spricht. Durch. Bitte, klärt uns auf. Vielleicht wird Gelb auch so ein super... Super Circle. So ein kleiner Circle, kann man sich vorstellen. Ja, jetzt sind wir so, wollte ich hier einen Halbmond, habe ich doch gesagt. Einen halben Circle. Ja, das war mein erster Vorschlag, jetzt sieht es genauso aus. Toll. Toll, was heißt hier toll? Falls ihr ein Geräusch hört und euch fragt, was ich da eigentlich die ganze Zeit mache. Das ist okay. Ich bin heute irgendwie ein bisschen... Du bist heute wieder mehr eher die achtjährige Jenny, ne? Dass man das mit über 30 sagen kann, über sich selber tut. Ja, ich werde ein bisschen krank und versuche mich davon abzulenken. Ich bin auch sehr heiser. Ich war auch dich angesteckt? Ich hier Drecksau? Die Drecksau. Dann nehmen wir den doch jetzt hier den Kreis weg und ziehen den darüber. Gibt es doch noch keine Verbindung zwischen Blau und... Aber die Verbindung braucht es... wobei hier... Übrigens, diese Folgen nehmen wir immer sehr aktuell auf. Heute ist Sonntag und morgen ist Montag und morgen kommt diese Folge raus. Das heißt... Es ist ganz fangfrisch quasi. Genau. Sollen wir Blau und... Ist das Petrol? Ja. Sollen wir Blau und Petrol verbinden? Waggon oder Linie? Bisher kommen wir klar mit den Linien. Bisher kommen wir sehr gut klar, tatsächlich. Nehmen wir den Waggon. Sollen wir die verbinden können? Was gut wäre, später, je nachdem, was für Symbole da kommen, wenn man hier sowas macht. Da bräuchte man aber zwei. Aber wenn es. Noch drei Tunnel auch. Könnte ich hier so eine Achse noch machen. Ah, ja, stimmt, da vielleicht eine Linie. Das wäre ziemlich clever. Ich sehe. Genau, und dann nimmt man das da unten noch mit. Ah, shit, okay, jetzt brauchen wir eine Linie eigentlich für die Scheiße hier. Ja. Dann könnten wir überlegen, ob wir Rot kurz rückbauen. Und, warte mal. Dass wir sagen, erstmal Rot ist jetzt das hier. Ja. Rot hat jetzt keinen Kreis. Kann er auch so machen, ja.
Und dafür führt, machen wir gelb so einen Kreis vielleicht. So? Ja. Und später bauen wir das dann wieder zurück und machen die nächste extra Linie dann. Man, es juckt. So, gleich die 500 zumindest. So, wir haben ja noch eine Lok. Das ist bisher zu stressfrei, ich werde skeptisch. Ja, wo kommt denn die Lok hin? Kommt die auf gelb jetzt? Ja, weil gelb ist halt fährt. Aber gelb ist groß, aber gelb ist. Warte mal. Ach, da ist gelb. Gelb sieht man immer sehr schlecht, finde ich. Ja, finde ich auch. Jetzt, aber bisher geht's. Gibt's hier eigentlich einen Colorblind-Modus? Habe ich mich schon mal gefragt. Das ist dann. Wir haben noch einen Tunnel grün. Ja, hier, aber wahrscheinlich. Ja. Er ist so weit weg. Aber das. Also, was ich gerade sagen wollte, ich glaube nicht, oder? Das frage ich mich, weil das Spiel ist fast unmöglich, wenn man farbenblind ist. Ist mir schon öfters aufgefallen. Nicht sehr nett, nein. Nicht sehr nett. Was ich mich gerade frage, also gucken wir mal kurz die Linien durch. Wir machen das jetzt mal ruhig schon im langsamen Modus, ein bisschen strukturierter. Dreieck, 1, 2, 5. Kreis, Viereck. Das ist hier, mischt sich ganz gut auf der Linie. Hast du das gerade Fünfeck genannt? So, ein Fünfeck. Das ist Penta. Das Penta-Ding. Boah, was ist denn hier gerade los, Alter, Schätze? Ah, die ganzen, die müssen da hin. Blau finde ich okay vom Blau Mix. Hat alles. Rot. Nee, ist nicht richtig rot, ist eher so ein Orangeton. Orange hat so eine Sonder. Orange ist die Sonderlinie, guck mal, weil jetzt der Kreis hier wurde zu dem Tropfen. Ja. Das heißt, es gibt aber wieder keinen Kreis auf Rot. Das ist ein bisschen unglücklich. Doch. Ach nee, auf Rot meinst du. Das war mal ein Kreis. Ja, dann müsste es noch da oder noch da. Warum ist das so lang? Aber dann vielleicht lieber da. Da kann ich es nicht hinführen. Ja, weil wir keinen Tunnel haben. Aber ich würde Rot gerne einen Kreis geben. Dann hätte das alles. Vor allem, es geht mir auch darum, dass es. Wir bauen auf jeden Fall eine Linie als nächstes. Dass es sich abwechselt, ja. Na, dass du Kreis, Viereck, Kreis, Dreieck, Dreieck, Kreis, das ist okay, das ist relativ gemischt und auch auf Gelb. Wow, was ist da los? Eskalation. Kriegen eine neue Lok, wir nehmen schon mal die Linie. Linie. Ich weiß, ob ich sie aber noch nicht, wo ich sie hinstelle. Ja, dann kannst du ja was verkürzen und was anderes. Ja. Das Problem ist, wir haben keinen Tunnel. Ich guck gerade, ob wir irgendwo. Wir irgendwas anders machen sollten. Wir könnten, was man. Warte, ich muss ganz kurz gucken und denken. Ja, das geht nicht immer, wenn man gleichzeitig redet. Ich erzähle, was ich denke. Ich überlege, ob man vielleicht rot. Ja, aber hier komplett rüberziehe, ist noch recht langer Weg dann. Ich könnte rot so einen großen Kreis machen und gelb dafür zu so einer Nord-Süd-Achse bauen, die vielleicht. Aber ich glaube, große Kreise sind nicht effizient. Ja. Habe ich, glaube ich, schon gelernt aus den anderen Spielen. Lass mal langsam weiter laufen. Ich glaube, was man machen müsste, ist. Genau. Man könnte jetzt. Man hätte. Blau ist halt sehr, sehr lang. Nee, das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte. Geh mal zurück bei Blau ein bisschen. Ich hätte hier irgendwo lila hingebaut. In die Ecke. Hier irgendwas lila. So, dass du alle Symbole hast, aber kürzer. Wir können lila natürlich hier ranführen einfach. Erst Blau mal. Verkürzen. Genau. Das hat eine kleine Lila-Bahn jetzt. Erstmal. Ich glaube, das ist effizienter. So kleine Lila, kleine Blau. Dann kannst du halt immer noch. Das Problem ist, Lila ist nicht connected an Rot. Deshalb dachte ich daran, dass man Rot zu einem Megakreis aufbaut, dass diese ganzen Sondersymbole. Boah, hier. Ja, aber Rot kommt ja auch nirgends. Rot hat auch ein großes Problem, was Kreise angeht, ne? Weil hier sind jetzt 20 Millionen Kreise. Ja, Rot müsste eigentlich an diesen Kreis da. Eigentlich der hier. Aber wir haben keinen Tunnel. Naja, dann würde ich. Müsste es halt so laufen. Ne? Ja. Dann wäre Rot besser. Mhm. Jetzt hat Rot zwar nicht mehr dieses Sondersymbol. Ja, aber die können ja nicht aber alle jetzt kommt der Kreis haben. Hier direkt weg. Ja. Ja. Frage ist, schafft Rot das gerade? Wo ist denn Rot? Ah, Rot hat ein Kreisproblem, eindeutig. Rot hat auch ein Lokproblem, glaube ich. Die Frage, ob Blau wird gleich nicht mehr so viel brauchen, glaube ich. Weil Blau jetzt relativ klein ist. Gesehen entlastet wird. Erstmal lassen wir es aber kurz laufen. Gelb ist echt schlecht zu sehen. Gelb auch weil die Symbole in den gelben Zügen sind auch so blass. Die müssten irgendwie. Guck mal, die sind ja an manchen anderen Farben, sind zum Beispiel hier. Bei Grün. Bei Grün sieht man super. Das ist ja nicht derselbe, nicht annähernd derselbe Ton. Ja. Ich finde, bei Gelb müssten die Fahrgäste orange sein im Zug oder so. Gelb ist furchtbar.
Es ist schlecht designt, einfach dieses helle. Oh, schlecht designt. Sorry, aber es ist halt farblich nicht sonderlich gut. Rot wird jetzt so eine. Aber Rot ist okay. Rot können wir jetzt hier den Kreis wegnehmen. Wir haben ja den ja. dann nur gegeben, damit er am Ende noch einen Kreis hat. Was bleibt so ein bisschen bei den zwei Ost-West-Achsen, ne? Hier, ja, der ist halt nicht mehr so wirklich Nord-Süd, weil es halt doch relativ groß jetzt geworden ist. Jetzt haben wir alle Linien, also das Positive ist, alle Linien haben alles im Prinzip an Basics. Nur die Sonderdinger nicht, aber es ist ja normal. Hierhin ist ein bisschen schwer zu kommen. Wenn du irgendwie von hier nach hier willst, musst du nach da, musst du zweimal umsteigen halt. Tja, willkommen in meinem Leben. Also eigentlich bräuchte Blau und Petrol bräuchte eine Verbindung. Dann hätte wieder hätte kann jeder man die ja Chance machen, direkt. Du kannst ja Blau entweder an das Dreieck oder ja, an den Kreis. An das Dreieck ist klüger, glaube ich. Ja. Ja, weil die da erst einen Kreis haben. Und dann ist auch eine Connection. Naja, guck nochmal mit. Ja, okay. Knack. Oh. Boah, jetzt wird's langsam. Okay, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt müsste ich die tatsächlich hier hoch verlängern. Sonst ja, oder Tunnel lila hat. Muss so mega hoch, aber es wäre ja, glaube ich, kein. Das will ja auch keiner sehen hier. Rot meckert? Rot ist halt recht lang geworden jetzt. Ja, wir wollten Blau doch mal was klauen. Ah ja, aber erstmal machen wir das. So. Was hat er nicht gemacht? Ah! Ah! Okay. Will er nicht? Okay. So, das geht. Oh, ich muss doch da niesen. Hallo. Weil jetzt ist es voll laut im Mikrofon, glaube ich. Kann man mal ab. Ah, die ganzen Dreiecke müssen eigentlich in die andere Richtung. Eine neue Lok. Linientechnisch bin ich zufrieden. Tunnel brauchen wir. Dann können wir gleich was umbauen. Weil das ist jetzt alles auch relativ uncool gerade, oder? Was ist denn da jetzt gebaut? Hä? Weil du es verschoben hattest. Ach so, weil ich die andere Linie verschoben habe. So, jetzt, ja. Jetzt haben wir die Spitzenwinkel raus. Ja, was das denn, ey? Was ist da denn los? Hey, so ein hör mal. Okay, analysieren wir mal. Wo sehen wir Probleme in Sao Paulo? Abgesehen von schlechter Bildung, schlechter medizinischer Versorgung, Drogenkriminalität und so weiter. Das sind ja gar keine Vorurteile. Come on. Ja, stimmt schon, aber jetzt wohnt wieder jemand von unseren Abonnenten da und beschwert sich, dass wir sein Land, seine Heimat schlecht darstellen. Wieder einen brasilianischen das Abonnenten ist verloren. Schon mal passiert in China, aber wenn ich mich recht erinnere. Also solltest du vorsichtig sein, was du sagst. Remember China. Ja, aber komm mal ganz ehrlich, wer jetzt bei dem Präsidenten noch freiwillig da bleibt. Ach so, ja, okay, das können wir sagen. Das dürfen wir auch von hier aus laut sagen. Ganz ehrlich, macht das, ihr da wegkommt. Also. Jetzt sind wir irgendwie. Jetzt war ich jetzt weg, bin ich abgelenkt gewesen. Was macht Sinn, was macht nicht so viel Sinn? Ich gucke gerade, also die hier kann potenziell länger sein. Ja, die haben auch nicht so viel zu leisten bis jetzt. Die kann ruhig auch irgendwo man drüber, könnte, die könnte bis zu diesem hier zum Beispiel gehen, zu diesem Sonderzeichen. Was man tun könnte, ist schon mal gelb verkürzen tatsächlich. Ne? Weil gelb hat hier sein Dreieck. Ja. Braucht das Dreieck nicht unbedingt. Ja. Du willst ein bisschen rüberziehen. Könnte man machen. Also, ja, dann ist ja auch wieder ultra lang schon. Das ist halt so der eine Hub hier. Es gibt noch nicht den einen Hub, ne? Nee, was aber gut ist eigentlich. Hub. Hier würde noch ein Dreieck ganz gut tun. Gibt's in der Region aber nicht. Nee, nur das hier. Ne, hier sind relativ. Das wird ein bisschen problematisch, weil es doch ein relativ weiter Weg ist zu diesem Dreieck hier. Blau und Petrol haben wir verbunden. Oh. Ich überlege, ob man. Den Kreis draus machen macht auch keinen Sinn. Na, ob man grün anders ab hier irgendwo anders runterbaut. Und das hier, dass man gelb größer macht. Mit grün hier runterfahren lassen. Ja, ich frage mich, ob das sinnvoller ist. Und dafür gelb hier. Oder müssen wir überhaupt was umbauen? Ist halt auch so eine Frage gerade. Müssen wir weiterlaufen lassen. Wir haben auf jeden Fall eine Lok. Die. Oh. Okay, jetzt müssen wir was umbauen. Also wahrscheinlich so. Ja, das ist ja noch. Das ist so hässlich.
Das ist ja noch besser. Ich lasse die mal hier so rumfahren, dass die ganzen Dreiecke da wegkommen. Mhm. Blau hat ist nur das, müsste aber reichen. Gesehen, dass ich auf deinen Aufnahmen viel größer aussehe, weil ich näher dran sitze und weil ich mich immer irgendwann so nach vorne lehne. Du sitzt so viel gerader als ich. Ja, weil wenn ich klein sitze, sitze ich so aus Schiss. Danny ist aber auch echt nicht. Du hast halt so einen geilen Stuhl, ich sitze auf so einem Stuhl, der so hat, dass keine richtige Lehne hat und dann beschwert er sich, dass ich nicht so sitze wie er. Auf seinem geilen Stuhl. Hallo, ich bin krank. Der Pascha, ey. Du sitzt aber auch da, wenn du gesund bist. Du darfst ja auch manchmal sitzen. Das ist eine gute Folge. Also so läuft es bei uns übrigens jeden Tag. Wer es nicht weiß, wir kennen ihn schon seit der... Ich kenne ihn schon seit der Grundschule. Ich sehe ihn nicht. Er mich nicht, weil er hat so ein Gedächtnis wie so ein Sieb mit so... Ja, da ist aber auch nichts Erinnerungswürdiges dabei. Hallo! Wusstest du sogar noch, wie deine Mutter und dein Hund aussehen? Da ist er und was ist der überhaupt? Wieso sollte es als Kind wichtig sein, wie die Eltern von einem Menschen aussehen? Ich bin froh, wenn ich noch was wie meine Mutter... Oh, das war gemein. Das, ich habe den Satz ja auch nicht beendet. Ja, weil das ist auch ein... Ich wollte einen schlechten Witz machen. Da oben ist ein Krankenhaus. War nicht so geil. Das Krankenhaus. Gespawnt. Mit dem Ding kann ja... Da kann ja gar nichts mit anfangen jetzt gerade, ganz ehrlich. Nee, auch nicht, weil das ist weder bei Grün gut noch bei Rot gut. Das gefällt mir hier gar nicht. Was soll denn das? Das muss ja jetzt hier so ein Quatsch sein. Flippen wir den jetzt in die Richtung. Ja, oder du warst blau nach oben. Jetzt könnte man fast hier so eine super Linie bauen, ne? Mhm. Super Kreis. Aber ich glaube, Kreise sind nicht so effektiv, wie gesagt, weil die immer doch länger. Ja, brauchen. Aber gucken wir mal, wenn ich jetzt hier. Naja, gut, guck mal, Sondersymbole, Kreis. Den braucht es nicht unbedingt. Wir haben halt so viele. Ja, das ist halt so ein. Wir haben halt so ein Pseudo. Viele so halbe Kreise, so Pseudo-Kreise. Bei Gelb weiß man halt auch nicht, ob Gelb wirklich Sinn macht, aber man weiß es ja auch nicht, ne? Man ist ja nicht vom Fach, wenn man sieht, 1000. Ja, ich glaube, wenn man wirklich diese Rekorde da bricht, wie die anderen Leute, ja, dann, auch voll die dann stoppt man ständig, guckt sich das an, jede einzelne Linie. Ja, aber das machen wir jetzt auch schon teilweise. Ist ja nicht so, dass wir... Ja, richtig, aber ich wette, die sitzen daran viel länger. Muss man mal so ein Pro-Let's Play angucken. Ich gucke ja eigentlich immer nur gerade drauf. Haben alle, ne, ist hier die Verteilung ganz gut, habe nur irgendwo so Kreiskatastrophen. Was ich sehe, in dem Fall halt nicht, ja. Also die steigen hier zwar alle aus, aber hier sind immer sehr viele Gäste. Habe ich schon die ganze Zeit beobachtet. Hier sind sehr viele Sondersymbole, ne? Ja. Hier sind Kreuz, Raute. Ist da nicht ein Tropfen? Ne, okay. Nee, sind Rauten. Raute, Kreuz. So, die kommen jetzt hier an. Die müssen aber zum Teil hier hin, beziehungsweise hier hin. Ja. Das heißt, ich müsste eigentlich die auch im Petrol ranfüllen, damit sie eine direkte Verbindung zum Kreuz haben. Das ist schon mal... Wir haben übrigens die 1000 geknackt. Das habe ich gerade eben schon gesagt. Nachdem du San Francisco ohne mich ja verbaselt hast. Keine 1000. Ich musste aber so für San Francisco Stories erzählen. Was ist denn hier los, ey? Ich verliere meine Socken. Du sitzt doch nur. Ja, aber ich hab die ganze Zeit mit den Füßen. Die Frau kann nicht mal sitzen, ohne ihre Socken zu verlieren. Das sieht aus wie eine Brust. Ich träume ja gerade von einer Linie, die hier so runtergeht. Ja, dann. Aber da fehlt uns eine Linie für. Und dann weiß ich noch nicht, was ich hiermit veranstalte. Ja, wir brauchen die nächste Linie, weil den Tunnel haben wir. Okay, wir haben jetzt Samstag, wir warten mal kurz auf Sonntag. Und dann setzen wir uns nochmal ans Reißbrett, okay? Ans Reißbrett. Warte. Auch da komische Dinge mit der Tiger zu machen. Reißbrett. Das ist meine Tiger. So, Sonntag. Aber es läuft ja, also ist ja nicht so, wir müssen ja eher, dann ist ein eher vorbauen, ist das ja okay. Da ist der Admiralspalast, irgendwas so Gala-mäßiges am Stern. São Paulo. Ja, da gibt's sowas bestimmt auch. Oh, das erste Mal wirklich Eskalation jetzt hier. Nee, du musst die in den Bahnhof. Rot ist schwierig, rot ist schwierig, da ist auch schwierig. Wir brauchen eine neue Linie. Ja, eine neue Linie und eine neue Lok müssen. Aber ich warte trotzdem noch auf Sonntag kurz. Ja. Gelb scheint mir echt Quatsch zu sein mittlerweile. Kriegen eine Lok, wir kriegen eine Linie. So, jetzt haben wir auch alle Linien. Stopp. Schwarz, okay. Warte, das ist Anthrazit. Okay. Anthrazit. Und das ist scheiße. Wir müssen irgendwie irgendwas hier so machen. Also ich habe ja, also warte mal, wir können ja mal ganz kurz. Man sieht mich ja immer nicht, wenn ich was zeige. Das ist immer gut. Also ich denke ja an so eine Nord-Süd-Geschichte. Ja, so ist gut. Das finde ich gut.
Der nimmt nämlich, hat aber keinen Kreis. Ja, man könnte. Man könnte halt sagen, okay, fuck off, ist da unten und geh halt hier hin. Ja, oder man sagt, man nimmt das mit. Das aber ist halt zu weit unten. Und jetzt hätte ich ja halt gesagt, die hier macht dann halt komische Sachen, wenn ihr unten kommt. Ist halt. Warte, nein, nein, nicht anders. Das muss, wenn, dann hier hoch. Danach. Nicht zwei Dreiecke hintereinander. Ja, aber. Ach, das ist nicht angebunden da unten. Ja, ja, ah, okay. Das war ja mal. Ich meine, wo bindest du sonst dran an? Du könntest sagen, okay. Aber blau wollte ich ja gerade. Nee, das ist blau. Blau ist gut. Also blau braucht die Verbindung zum Anthrazit. Ich muss so einen Quatsch machen, ne? Das sieht so kacke aus. Kannst du das nicht dann lieber so bauen? So. Dann ist halt ein Kreis. Bitte was? Du kannst hier draus doch so eine Kreisachse bauen. Hier, das und dann wieder runter. Unten. Ja, weil das geht gar nicht, was du da gebaut hast. Einfach optisch, meinst du? Ja, und ich glaube, dass so viele Winkel sind, dass die sonst total lahm sind. Meinst du, das Auge fährt ja auch mit. So, ja, ja. Das ist insofern zumindest ganz gut, weil wir uns dadurch, ja, jetzt fährt er da durch. Das ist wie Eisenacher Straße. Und jetzt muss er noch. Ich geh schnell, wo man da gerade durchfährt. Ja, weil die Hälfte des Bahnhofes gesperrt ist, habe ich dir gesagt. Aber warum? Da ist doch, was machen die denn da? Nein, ja, Gleisarbeiten auf der anderen Seite, deswegen ist die Hälfte des Bahnhofes weggebaut. Also abgesperrt mit Gittern. Und Joscha meinte, das ist nicht so. Und als ich da durchgefahren bin, dachte ich, obviously ist das so. Und jeder, der nicht in Berlin wird, denkt sich schon wieder, boah, die labern immer so viel Kacke. Und wann willst du denn mal Eisenacher Straße aussteigen? Ich zum Cello-Unterricht gehe, was ich seit Jahren nicht da mal hatte. Anyway, kurz hier zurück, macht gelb noch ist Sinn? Ist der jetzt hier? Ja, okay. Ist Kreis. Das sieht seltsam aus, ja. Ich weiß nicht, ob mir das besser gefällt. So. Ja doch, weil die Symbole nicht doppelt kommen. Guck mal, also vorher war das Viereck, Kreis, Kreis, Dreieck, Dreieck. Das war doch total doof. Und jetzt ist es immer abwechselnd. Nein, ich meine das Gesamt. Okay, ich dachte, oder? Du meinst die Anthrazitbahn. Nee. Ja, ich frag mich, ob gelb ist so. Also gelb auch. Macht, glaube ich, dann Sinn, wenn viel an gelb andocken. Ja, eigentlich aber docken aber alle, auch mehrere Mal an gelb an. Man könnte halt sich überlegen, ob man gelb, ich kill gelb mal ganz kurz. Man gelb halt. Du kannst gelb auch einfach anders killen. Ja, ich jetzt komplett direkt, wo man gelb so fahren lässt. Hat so, also zweite Note, um auch hier unten ein bisschen Entlastung zu haben. So weitere, dann hätten wir zwei mit Violett. So eine verkappte, weil der Kreis halt hier rüber gehen muss, ne? Violett, Nord-Süd, Nord-Süd. Ja, ins Zentrum und das hat mögliche. So gefällt mir gelb besser. Man kann noch überlegen, ob man diesen seltsamen Tropfen, das ist ja kein richtiger Tropfen, mitnimmt. Mit gelb. Den der auch noch überzieht. Ist eigentlich nicht zu lang, weil das sind ja nicht so viele Stationen. Das würde zumindest. So Sonderbahn. So kommst du jetzt zumindest von Grau. Grau hat natürlich ein Problem, das Grau kommt nicht hier so gut hin. Weil ja, aber da muss man halt einmal auf. Es gibt halt nicht den einen, aber ich finde super. Wir lassen uns mal auf uns wirken. Wir haben auch noch zwei Tunnel, krass. Ja. Okay. Blau muss sein Tunnel auf jeden Fall abgeben. Dann Grau. Die gelben Bahnen fahren sich, glaube ich, hinterher. Da müssen wir haben noch eine Lok. Die müssen jetzt hier auch raufballern, glaube ich. Wohin am ehesten in die Richtung? Gelb hat jetzt noch eine drauf, ne? Gelb hat eine drauf, aber reicht mir auch eine erstmal. Diesmal nur als Supportlinie hier. Oder in der Mitte. Ja. Achtung, Achtung. Ah ne, er fährt gerade ein. Der kommt jetzt da, der nimmt jetzt die ganzen Kreise und dann kommt er da und nimmt da den Stuff. Aber ich baller den hier dann doch mal in die Richtung, oder? Mhm. Blau muss klarkommen mit dem, was es hat. Jetzt fehlt einmal ein bisschen Kapazität, finde ich. Ich finde, wir haben ein ganz okayes Netz, aber wir haben nicht die Kapazitäten. Oh, Violett hat. Braucht, glaube ich, so viel auch nicht. Aber hier Blau hat immer Probleme. Also auch Violett gleichzeitig. An beiden. Dieser Bahnhof da ist der schlimmste von den Kreuze. Ja, viele Sondergäste, ne? Die ganzen Kreuze. Gut, die muss Violett schaufeln. Ja. Und dann hast du hier die Fünfecke. Die muss Blau gleich auf dem Rücken. Ne, das wird schon.
So, das wird gehen, das wird gehen. Ist doch Penta, Hexa. Und dann finden wir noch irgendwas, bla bla bla. Dann kommt Okta, sind 8. Rot hat gerade nur einen zugehört, ne? Ja. Aber Rot hat halt auch relativ viel Support. Alblinks jetzt? Ja, aber ich muss sich ja, so ein neues System muss sich auch erst einpennen. Die Leute müssen sich auch erst daran gewöhnen. Jetzt fucking Kreuze, wo ist. Aber die Kreuze steigen jetzt ein, die fahren jetzt da schön hoch, gemütlich. Ding, ding, ding. Gelb kommt von oben gerade runter. Gelb braucht eine Lok. Grün ist. Grün geht nicht, ne? Also alle Bahnhöfe, die diese hier sind, das Problem in der Mitte. Vielleicht seit wir da diesen Kreis aufgelöst haben. Ja. Läuft das Ärger. Nicht. Vielleicht brauchen wir den Kreis dann. Ich weiß nicht. Ich fand die Idee hier eigentlich gar nicht schlecht mit Gelb nimmt da jetzt was raus, oder? Ich glaube, der Vorteil an der Kreisbahn war, dass sie so klein ist und die Leute aber ganz schnell ganz viel umgestiegen sind. Mhm. Bau wieder zurück. Dann kannst du sie auch doch einfach löschen. Nee, der Kreis war ja ungefähr so, oder? Muss ja nicht so laufen. Nee. Vorher lief er, wir hatten den Stern ja nicht dran, vorher lief er hier so. Ja, der Stern ist schon gut, oder? Ja, dann läuft er jetzt so, der Kreis. Das ist halt jetzt das Problem, dass hier unten die ganzen Sondergäste haben halt, du kommst hier gut hin, du kommst hier gut hin, du kommst aber hier und hier nicht gut hin. Mhm. Weil du da echt über... Und wir kriegen auch keine weitere Farbe dazu. Oh, da musst du mega... Nee, das geht gar nicht. Guck mal, wenn du hier Stern und Tropfen von Anthrazit kommend... Ja, du müsstest blau, wir haben ja noch einen Tunnel, du könntest blau an den Tropfen zumindest schon mal hauen. Ja, aber... Ist schon mal besser. Klar, aber ne, es sind immer noch zwei Umstiege jetzt. Aber ja klar, ein bisschen besser ist es. Oh, Achtung, drei Gelb wird's gleich... explodieren da oben. Nee, das rechte davon. Da. Oh! Ups. du guckst, dann guckst. Haben wir gerade verloren? Das ist eine gute Frage. Haben wir eine Bahn dafür? Das Ding ist, der muss die da eigentlich oder hier selber hin. Jetzt hast du ihn von grün genommen. Ja. Ich nehme gerade beide mal von grün runter, weil ich die ich am ehesten greifen kann. Ob es ich überhaupt noch schaffen. Doch, der ist eingefahren. Aber der doch nicht, oder? Doch, der ist gerade drin. Okay, habe ich nicht gesehen. Hier ist weiter. Oh! Fuck. Was ist denn da? Kreuz, Dreieck. Wo ist denn das nächste Dreieck? Hier, also wir brauchen jemanden, der noch da fährt. Ja, aber ich brauche irgendwas, was halbwegs leer ist. Ja, gibt's nicht. Immer voll. Oder jemand, der viele Kreise hat. Der hier hat ganz viele Kreise. Der muss erst da oben einfahren, der fährt hier, glaube ich, gerade los. Okay, fuck. Ich glaube, ich habe nichts Freies. Ich habe einfach keine freie Bahn, Alter. Nee. Auch die gelbe da oben. Na. Aber dass die das schafft. Irgendwo im Umbau haben wir es verkackt, glaube ich. So, warte, jetzt nehme ich mich gleich die... Alter Schwede, was ist das denn hier? Oh Gott. Grün, irgendwas beim Umbau, bei den Umbauarbeiten hat grün. Einfach. Ja, der Kreis ging vorher eins weiter runter, wie gesagt. Der ging ja nicht da. Ja, aber irgendwas danach hat es dann komplett. Gelb habe ich doch gerade erst freigeräumt. Da oben. Ja, alles explodiert. Guck mal, das schaffen wir nicht. Das sind zwei Bahnhöfe, die jetzt. Ja, den einen kriege ich noch. Und da oben links, und das ist never ending story. Komm auch nicht jetzt. Und guck mal, hier überall fängt es jetzt an. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich schaff's gar nicht. Ich habe doch nichts mehr, wo irgendwie Platz drin wäre, so richtig. Ja, ich glaube, der verliert jetzt hier, der da oben, der gelbe Kreis. Ja. Ah, schade. Bup. Aber komm, hey, fast 1-4. Das ist okay, das ist respektabel, finde ich. Mal sehen, wie gut die anderen sind. Aber ich hatte das Gefühl, es geht. Das ist nicht so schwer. Ja, wir hatten vielleicht auch ein bisschen Glück mit den Punkten. Wir hatten nicht so Kreiswüsten oder sowas.
Obere 10%, aha. Ja, aber guck mal, er hat 8000 geschafft. Interspace, der Cheater doch. Nein. So ein stadtbekannter Cheater. Und Alex Alonso Hau. Ja, okay. Gerade die beiden. Local Overlord. Ganz kurz mal, San Francisco ist auch nicht so gut. In der nächsten Folge? Ja, sind wir in Seoul. Da werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr im Mai hinfliegen. Na, da können wir uns auch hier schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Ich check jetzt erst. Das steht natürlich nur hier unter den. Was? Gerade hier wahrscheinlich, dass da wahrscheinlich Seoul steht. Wir haben das doch mal gelernt, eigentlich steht da Seoul. Ich weiß nicht mehr, wie die. Das ist, glaube ich, so ist, oder? Genau, und das unter dem Runden, dieses ist der ein Punkt. Nee, das L. Okay. In der nächsten Folge, Jenny und ich haben tatsächlich mal Koreanisch gelernt. Ja. Kramen wir nochmal unsere Koreanisch-Bücher raus. Ich weiß, was du meinst, ich muss meins gar nicht so. Ich hab das doch hier noch. Da, ich sehe es von hier. So, Leute, in der nächsten Folge wird Koreanisch gebüffelt. Mit uns. In Seoul. In diesem Sinne, fuck, ich kann nicht mehr Tschüss sagen. Ich weiß nur, Anjong Haseyo. Ist aber gut. Pan Gap Sim Nida. Ja, Pan Gap Sim Nida.